Was macht eigentlich ein Kalbblut aus? Und warum sagt man, dass sie eher für die Fettarbeit genutzt werden? Das liegt daran, dass Kalbblüter einen massigen und schweren Körperbau haben und für ein ruhiges und friedliches Gemüt bekannt sind. Daher stammt auch die Bezeichnung Kalbblüter und hat somit nichts mit der Körpertemperatur des Pferdes zu tun. Aufgrund ihrer Kraft sind sie ausdauernde Arbeitspferde und wurden früher oft in der Landwirtschaft genutzt. Heute sind sie aber durchaus als Freizeitpferde beliebt. Zu den Kalbblütern gehören Rassen wie Norica, der Shire Horse oder der Schwarzwälder Fuchs.